Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Jawohl, man hört schon Monster. Denn ich habe... Oh, ruckel, ruckel, leck, leck. Ich habe die Monsterfarm gebaut. Ja. Fertig gebaut, soweit. Mit einem Eingang dazu. Und es leckt tierisch jetzt gerade. So eine Art Wartungseingang, kann man hier dazu sagen. Die zwei sollte ich eigentlich wegmachen, dann, dass ich da arbeiten kann. So wie hier. Machen wir auch schnell. So. Spawn dürftet hier nichts können. Ja. Ja. Okay. Dann machen wir das hier so. Damit wir einfach was sehen. Und, wow, ist das gerade laut. Ja, das hier ist die Monsterfarm. Am Anfang hatte ich echt Probleme damit, weil da echt nichts produziert wurde. Aber jetzt läuft es endlich gut und das Ding ist auch endlich voll. Das bedeutet, wir können dem Ding Monster geben zum Spawnen. Den Gast habe ich jetzt schon verbraten, weil ich unbedingt Gastiers brauchte. Die habe ich auch mit dem Transmutationstable dann ein bisschen erweitert. Aber wir haben jetzt absolut... dürfte, glaube ich, gar nichts mehr jetzt da sein an EMC. Ich habe es mehr oder weniger unsinnig verbraten. Ja, wie man sieht, Storage 0. Ja. Jetzt, wofür hat man so viel EMC verbraten? Für Glowstone. Damit ich dieses... nein, nicht das, sondern das Glas hier machen konnte. Das Glowstone-Glas. Das hat sehr viel gekostet. Und eigentlich so gut wie fast alles an EMC, was ich hatte. Dementsprechend war es doch toll, so viel zu haben. Das heißt, wir sind mit dem EMC wieder auf dem Nullpunkt. Das ist schön. Unser ME-System läuft hier auch richtig toll. Zumindest das Standardteil. Ich habe eine 64K Storage gebaut. Die wir, so eine werden wir auch noch zusammenbauen. Aber das war so... nervig. Und ich habe die hier dafür genommen, gebaut. Wie das mit der Automatisierung sonst funktionieren sollte... Ja, wir haben hier noch ein paar Sachen über. Gott sei Dank. Diese werden allerdings nicht reichen für eine... Also ich glaube, die hier, davon haben wir eher zu wenig, damit es reicht für eine 64K Storage. Denn wir brauchen hiervon 3, 9 und doch 10 Stück bräuchten wir wahrscheinlich. Sollte reichen. Bauen wir mal. So. Ich habe allerdings keine Ahnung, wie viel wir von dem anderen Zeugs brauchen. Deswegen machen wir es jetzt ganz leicht. Wir machen jetzt alles hiervon. Da habe ich noch ein paar davon. Die hatte ich wegen... Ist eine gute Frage. Ich glaube, wegen dem Terminal habe ich die jetzt noch übrig. Oh je. Ja. Wir brauchen Redstone. Hier habe ich ja noch... Glowstone übrig, eine ganze Menge. Huch. Zurück, zurück. Das behalten wir uns an Glowstone, weil wir es mit Sicherheit brauchen können. So, und jetzt nehmen wir uns aber Redstone, weil Redstone brauchen wir jetzt demnächst sehr, 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 sehr viel. So. Deshalb werden wir hiervon alles in Redstone investieren.
Oh. Oh, die sind voll. Gut, dass wir das vorhaben. Das Problem ist, das müssen wir jetzt alles von Hand machen. Und diese Folge ist eine Baufolge. Wird also länger dauern. So, jetzt pass auf. Wir wollen ja Zeit sparen. Wenn möglich, ne? Also, machen wir hier die rein. Hier machen wir die rein und hier machen wir die rein. So. Okay, nein. Raus. Raus. So viel zum Zeitsparen da. Huch. Ja. Da kommen 32 rein. Hier ist 27. Im nächsten 16. So, wir haben eh nicht genug für alle. So. Ich wüsste echt gern, wie viele das mal brauchen. Ich hatte es mir auch aufgeschrieben und notiert, aber ja. Ne? Brauchen von denen hier, glaube ich. Neun mal neun. Zu viele. Von denen brauchen wir wahrscheinlich 10 Stück, haben wir gesagt. Also machen wir jetzt zuerst die hier fertig. Dass wir die großen schon mal haben. So. Sobald wir hier 10 haben, hört es hier auf. Ich könnte aber noch ein paar von den Silikons produzieren lassen in der Zeit. Nochmal 16. Ach, komm. Im Moment können wir es brauchen. Im Moment brauchen wir das. Haben wir hier 10. So. 64k Storage brauchen wir. Und zwar die hier. Die da ist ja Fluid. Die macht man mit diesen Tanks. Die recht einfach gehen und ganz ehrlich, mir lasse es, glaube ich, lieber bei den Tanks als bei den Storage Cells. Erstmal zumindest. So, davon brauchen wir einen einzigen davon. Der braucht ein solches. Also hier oben eins. Und davon 3. Ja, 3. So. Und die brauchen auch ein jeweils solches. Macht auch schon mal 3. Also wir brauchen von denen nur 4. Ups. So. Und von denen brauchen wir allerdings 3. Das heißt, wir brauchen von dem hier 9. Nein, 3. Von dem brauchen wir 3.
um ein solches zu machen. Davon brauchen wir drei. Ne? Oder, hä? Ach Gott. Ich bringe mich nur selber durcheinander. So, das hier ist die 24K. So. Jetzt haben wir hiervon drei brauchen. Dafür das eine. Eins, zwei, drei. Drei hiervon. Okay. Doch, dann brauchen wir neun. Ich brauche davon ja mehr als eins. Um das hier zu machen, brauchen wir drei hiervon. Das heißt, wir brauchen hiervon drei. Na? Dann brauchen wir hiervon neun. Und hiervon brauchen wir dann noch mehr. Ja. Ich bin schlecht darin, das auszurechnen. So. Halt, du kommst dahin. Du kommst dahin. Du bist fertig. So. Wenn man das jetzt automatisiert hat, könnte ich es mir anzeigen lassen, wie viel wir brauchen. Ich weiß, und es geht schon wieder nichts vorwärts. Ich sehe gerade so die Uhr, wie die Zeit hier rumgeht und... Ja, also hiervon brauchen wir definitiv 9. Wir brauchen ja 3, um 1 davon zu machen. Das heißt, 3 mal 9 brauchen wir 18 von diesen. Hoffentlich stimmt das auch. Hier kommt das letzte. Hoch. So. Einmal Energie verschwendet schon. So, hier soll Engineering rein. Hier sollte Calculation wieder. Nein, stopp. Engineering hier und Calculation dort hinten. Ja, du kommst raus, du kommst raus und du kommst Logic. So. Ja, diese Umstellerei, ich weiß. Wir machen... Wie viel haben wir gesagt? 18 habe ich gesagt. Ja? Ich hoffe, dass das so stimmt. Ich... Normalerweise bin ich nicht so schlecht im Rechnen. Nur, ja, keine Ahnung, ich verwirre mich auch gern selber. So. Noch drei weitere. Das könnte ruhig auch schneller laufen. Ich meine, gut, es läuft nicht langsam. Dass wir genug Energie haben und genug produzieren. Im Nether gibt es genug Lava. Jetzt komm. So, unser letzter Logic-Prozessor. Okay. Einsammeln. Und du bekommst wieder hier dein Silicon. So. Du sollst hier nicht rein. Definitiv nicht. Du auch nicht. Ich weiß auch nicht, wieso das hier jetzt drin war. So.
Du kannst auch von mir aus in die Looting-Kiste, weil du bist ja Loot. Dann kannst du rein. Was können wir noch rausmachen? Am besten das ganze Zeug, alles was nicht stackt. Die ganzen Sattel. Die Horse-Armors, die ich gefunden hatte. Ich glaube, da wart ihr sogar alle dabei. Ihr, die zuschauen. Dich kann ich vernichten eigentlich, weil davon brauchen wir kein zweites. Aber vielleicht zum Automatisieren später. Das weiß ich noch nicht. Noch irgendwas da, das sich nicht stacken lässt. Ich sehe jetzt nichts. So. Zack, zack und zack. Und dann passt wieder genug Zeugs rein. So viel dazu. Ja. So, wir brauchen den 1K Storage. So. 18. Haben wir. Dann brauchen wir den 4K. 6. Was fehlt uns dafür jetzt? Die anderen Seiten. Drei zu wenig. Ja. Ja. Ja, ich hab's geschnallt. Sorry. Nicht 18, 27 hätten wir gebraucht. Das heißt, noch einmal 9. Ups. Redstone. Das zu automatisieren ist auch Ziel. Die Folge hier wird auf jeden Fall länger. Das ist schon mal definitiv sicher. Denn wir wollen ja vorwärts kommen und das hier ist eine Baufolge. Heute stellen wir her. Ich weiß, dass ich so kleinen Zeugs sollte ich eigentlich offscreen machen und der Rest dann aufheben zum Bauen. Weiß ich, aber ja, ich verliere mich dann immer in dem Trieb, weiterzumachen, weitermachen, weitermachen, weitermachen. Das wird sich, glaube ich, auch nicht so schnell ändern bei mir. So. Und jetzt hoffentlich haben wir lieber zu viel von denen als zu wenig. Komm, schneller, schneller. Das hier sieht doch auch schon mal toll aus. Die Bögen, die kann ich später umwandeln in Bücher. Hoffe ich, glaube ich. Ach ja, und ja, zeige ich nachher. Zeige ich definitiv nachher noch. Es kam noch mal was dazu. Nicht Spital, sondern das hier. So, 9. Jetzt brauchen wir die 16. Car Storage, 3 Stück. Was fehlt? Glas. Quarzglas fehlt. Okay, okay, Quarzglas fehlt. Kein Problem. Normalerweise. 12 Stück.
Hier. Und jetzt damit haben wir die 64k. Wow, endlich, ne? Jetzt bist du. Plank Patterns, die brauchen wir definitiv auch noch. Können wir schon mal. Ja, machen wir mal. Lassen wir es auch bei 4 erstmal. Für später. Und dann hier. Ganz wichtig. Und ein Glas, Quarzglas zu wenig. Wieder mal. So, 32 weitere. Wo haben wir dich? Da. Fertig. Die nächste. Die zweite. So einfach ist es gebaut. Da. Und mehr Speicherplatz. Juhu, Valara. So. Okay, was brauchen wir als nächstes? Ich möchte ja ein bisschen Automatisierung reinbringen. Ein Molekular Assembler würde uns da helfen, vermutlich. Bauen wir. Haben wir. Ein einziger. Mehr brauchen wir vorerst auch nicht. Dann brauchen wir ein Interface. Aus dem können wir nämlich diese... nein. Moment. Aus dem können wir diese flachen Interfaces machen, indem man ihn einfach in den Crafting Table reinlegen. Das hier ist nämlich dann auch ein Multiblock. So. Aber wir wollen ja das hier. Eins reicht uns, oder nehmen wir gleich zwei. Ja, nehmen wir gleich zwei, weil wir es können. So, und beides zu Multiblocks. Jetzt, können wir dich damit verbinden vielleicht? Einfach um ihm zu sagen, dass... er das craften könnte? Das ist die Frage. Ja. Wie machen wir das mit dir? Wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch etwas, und zwar ein... so ein Terminal, aber ein spezielles... das Pattern Terminal. Dafür brauchen wir ein Crafting Terminal. Dafür brauchen wir ein ME Terminal. Und dafür haben wir... einen goldenen zu wenig. Okay. Kein Problem. Huch, dich lassen wir. Sicher, deshalb ist Automatisierung besser. Dann ersparen wir uns hier sehr vieles. So. Ein Crafting Terminal. Und daraus holen wir jetzt einen, hier... Patternmacher. Halt, stopp. Erstmal das hier. So, ja. Crafting Terminal. Und... ja, ein Pattern Terminal. Ich müsste mir doch jetzt eigentlich damit dran klatschen können, oder? Ja. Toll. Schön. So, und die Pattern haben wir hier. Oh, voll.
können wir hier umstellen auf Prozess. Ich weiß jetzt aber nicht, ob wir, das hier wird jetzt echt mal ein Test. Und das zugleich ein sehr merkwürdiger Test. Und wofür ich kurzzeitig unsere Maschine... Nein, nicht wirklich zubaue. 1, 2, 3. So. Das Problem wird wahrscheinlich sein, dass man hier... Hier wird oben Zeugs reingeführt, dort wird unten Zeugs reingeführt und hier in der Mitte. Das wird nicht gehen. Weil wir müssten da diesem Interface die Dinger jeweils anbringen. Ja. Da müsste ich nochmal schauen. Ich habe da so eine Art Tutorial gefunden, wie man das mit Steve's Factory Manager machen kann. Das werde ich mir auch nochmal angucken. Hätte ich vormachen sollen vielleicht. Das Problem ist, ich kann mir das absolut nicht merken. Absolut gar nicht. Also lassen wir das auch erstmal, diese Automatisierungsform. Stattdessen automatisieren wir uns das da. Halt. Wir gehen wir auf normal Crafting. 1K. Nein, nimm das nicht an. Ach. Okay, wir müssen nochmal jeweils eins davon bauen, um damit glücklich zu werden. Haben wir von dem nicht noch? Ja, von dem haben wir noch genügend. Haben ja vorproduziert, ne? So. Das heißt, einen. Zwei. Wird nicht reichen, ne? Absolut nicht reichend. Habe ich gerade selber gemerkt, dass das mit Sicherheit nicht ausreichen wird. Hiervon machen wir jetzt gleich alle. So. Das wird immer noch nicht reichen. Gold haben wir ein bisschen zu wenig. Da will ich jetzt ein bisschen mehr rausholen. So. Ja, das ist so lange kann es gehen, wenn man etwas nicht vorbereitet hat. Ich mache auf jeden Fall mehrere Baufolgen. Huch, da wir Silikon benötigen, Moment. Sand.
Wir kriegen hier ganz schön viel Zeugs raus. Glowstone? Okay, ich weiß zwar nicht, was Glowstone droppt, aber ja. So. Wir machen uns auf jeden Fall nach diesen hier noch viel mehr davon. So. Ich werde jetzt offscreen diese kleinen Sachen hier vorbereiten. Und danach seht ihr direkt im Anschluss, wie es weitergeht. Wir werden jetzt versuchen, was zu automatisieren. Auf jeden Fall diese Storage Cells. Erstmal. Damit wir das schon mal haben. Ich werde auch noch ein paar Patterns mehr machen. Also ein paar Blank Patterns mehr. Irgendwo sind sie, wo sind sie? Die. Wäre schön, wenn man die hier bauen könnte. Nein, natürlich nicht schön. Bin ich jetzt blind? Da. Davon werde ich noch ein paar bauen. Dass wir davon genügend haben. Ich werde mir auch versuchen, das Tutorial anzuschauen und mir mehr versuchen zu merken, wie es funktioniert. Also für mich liegt jetzt knapp wahrscheinlich 2 Stunden Arbeit davor. Vor mir. Und ganz ehrlich, ich werde noch viel mehr vorbereiten. Und warum mache ich das? Damit es für euch nicht ganz so lang dauert. Ich werde vieles Kleines vorbereiten. Und schauen, dass ich genügend habe, dass wir... also davon hier werde ich nichts machen, ohne dass ihr es seht. Hier werden wahrscheinlich mehr liegen. Ich schaue, dass es vielleicht ein ganzer Stack ist. Und dann seht ihr in der nächsten Folge, die ihr direkt im Anschluss auf jeden Fall bekommt zu dieser, wie ich es eigentlich immer handhabe. Ne? Ja, dann werdet ihr sehen, so was Sache ist, was passiert jetzt gerade. Und noch ganz viele schöne andere Dinge. Ich hoffe zumindest schön. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.